Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Zuallererst möchte ich mich wegen meiner Stimme entschuldigen, aber die hat mich die letzten Tage so ein bisschen verlassen, also habt dafür ein ganz klein wenig Verständnis. Nichtsdestotrotz drehe ich natürlich weiter Videos, damit ihr auf meine Rezepte nicht verzichten müsst. Ich zeige euch in meinem heutigen Video, wie ich meinen Sauerteig herstelle. Ich habe ja vor einiger Zeit hier schon öfters Brot- und Brötchenrezepte hochgeladen auf meinem Kanal, habe das aber so ein bisschen zurückschrauben müssen aus Zeitgründen und habe da auch immer mal wieder Sauerteig verwendet und es kam jedes Mal die Frage, ob ich nicht mal ein Video dazu machen kann. Es gibt zwar schon verschiedene Videos hier auf YouTube, aber ich möchte natürlich auch das auf meinem Kanal nachholen und zeige euch heute, wie ich meinen Sauerteig herstelle. Sauerteig herstellen ist überhaupt nicht schwer, es ist ganz, ganz simpel. Ihr braucht nur drei Zutaten, ihr braucht Mehl, ihr braucht Wasser und ihr benötigt Geduld, denn den Sauerteig, so wie ich ihn herstelle, benötigt nämlich 6 Tage, bevor er das allererste Mal verwendet werden kann. Sauerteig an sich ist ein ideales Triebmittel für eure Brote, für eure Backwerke. Es gibt ein sehr intensives, leckeres Aroma und es verbessert natürlich auch die Haltbarkeit eurer Brote und eurer Backwerke. In Roggenbrot ist die Zugabe von Sauerteig absolut unerlässlich, denn erst durch die Zugabe von Sauerteig kann auch das Roggenmehl richtig schön aufgehen. Von daher in Roggenbroten absolut unverzichtbar. Ihr könnt den Sauerteig mit Roggenmehl, ihr könnt ihn aber auch mit Weizenmehl herstellen. Das bleibt euch überlassen. Versucht einfach mal beides, probiert euch durch. Der Weizensauerteig ist deutlich milder wie der Roggensauerteig. Ich mache heute einen Roggensauerteig, denn wir persönlich mögen diesen intensiven Geschmack von diesem Roggensauerteig sehr, sehr gerne. Wenn ihr einen Weizensauerteig herstellen möchtet, ist die Zutaten und die Zubereitung absolut gleich wie das, was ich euch heute mit meinem Roggensauerteig zeige. Für die gesamte Zeit benötigen wir insgesamt 300 Gramm Mehl und 300 Milliliter Wasser. Wir starten heute am ersten Tag mit 50 Gramm Mehl. Ich habe hier Roggenmehl Typ 1150 und 50 Milliliter lauwarmes Wasser. Das Ganze gebe ich hier in eine große Schüssel. Nehmt bitte eine große Schüssel, denn das Ganze wird natürlich jeden Tag immer wieder mit 50 Gramm Mehl und 50 Milliliter Wasser gefüttert und durch die Gärung geht der Sauerteig noch mal richtig gut auf. Deswegen hier auf jeden Fall eine große Schüssel verwenden. Das Ganze wird dann, nachdem es zusammengerührt ist, abgedeckt und muss 24 Stunden stehen. Wir starten heute los. Wie gesagt, ich nehme hier 50 Gramm Mehl und verrühre das Ganze mit 50 Milliliter Wasser. Mein Ansatzgut, so nennt sich das Ganze, decke ich jetzt locker ab und stelle es 24 Stunden auf die Seite. Deckt das Ganze auch nur locker ab, denn es fängt nämlich auch an zu gären und dann sehen wir uns in 24 Stunden wieder. Tag 2, 24 Stunden später. Es hat sich noch nicht viel getan, weder geruchlich noch optisch, aber ich gebe auch hier 50 Gramm Roggenmehl und 50 Milliliter lauwarmes Wasser dazu und rühre das Ganze mit einem Teigschaber um. Der Teigschaber extra, denn ich passe natürlich auf, dass am Rand kein Teig hängt oder nicht so viel hängt, denn dieser würde nur antrocknen. Ich habe beschlossen, den Sauerteig noch mit etwas Klarsichtfolie locker abzudecken, anschließend meinen Tortenretter. Tag 3 ist angebrochen. Mein Sauerteig hat weitere 24 Stunden geruht. Er ist mittlerweile auch etwas luftiger geworden, beziehungsweise er schlägt Blasen und er riecht auch schon ein ganz klein wenig säuerlich, was aber auch ganz normal ist. Deswegen macht euch da überhaupt keine Gedanken. Auch heute wird er wieder gefüttert mit 50 Gramm Roggenmehl und 50 Milliliter lauwarmen Wasser. Und dann decke ich das Ganze wieder ab, ganz locker mit meiner Frischhaltefolie. Und
mit meinem Tortenretter und so stelle ich ihn bis morgen wieder 24 Stunden auf die Seite. Auch am vierten Tag verfahre ich genauso wie vorher mit 50 Gramm Roggenmehl, 50 Milliliter lauwarmem Wasser. Rühre auch dieses wieder gut ein. Achte auch wieder drauf, dass am Rand kein Teig hängt, damit dieser mir nicht vertrocknet. Und decke dies natürlich wiederum 24 Stunden ab und wiederhole alles am nächsten Tag ein weiteres Mal. Heute am fünften Tag, ihr seht, der Teig hat in den letzten 24 Stunden extrem an Volumen zugenommen, ist auch sehr blasig geworden. Und auch hier füttere ich ihn wie die Tage zuvor, decke ihn wieder locker ab und stelle ihn bis zum nächsten, bis zum sechsten Tag wieder auf die Seite. Der sechste und letzte Tag, an dem der Sauerteig angefüttert wird, auch heute wie in den vergangenen Tagen, genauso mit 50 Gramm Roggenmehl und 50 Milliliter lauwarmem Wasser. Das Ganze gebe ich gleich hier noch dazu. Rühre das Ganze nochmal gut unter und dann muss er ein letztes Mal 24 Stunden ruhen, bevor er dann entweder verbacken werden kann oder ihr könnt ihn als Ansatzgut für eines eurer nächsten Brote in den Kühlschrank geben oder auch mit verschiedenen Methoden haltbar machen, wie trocknen oder einfrieren. Der Sauerteig ist deutlich luftiger geworden, er schlägt sehr, sehr viele Blasen. Er riecht auch nicht mehr säuerlich, sondern er riecht richtig sauer. Das ist aber ganz normal. Ich habe das jetzt aufgemacht, mir kommt so ein richtig saurer Geruch entgegen, aber es ist ja auch ein Sauerteig, deswegen ist das ganz normal. Hier gebe ich jetzt das Roggenmehl sowie das Wasser dazu, rühre das Ganze unter. Das Ganze decke ich natürlich wieder locker mit der Folie ab. Bedecke meine Glasschüssel und so gebe ich ihn ein letztes Mal für 24 Stunden zum Gären auf die Seite. 6 Tage sind rum, für euch waren es jeweils nur Sekunden, für mich natürlich nicht, für mich waren es auch wirklich 6 Tage. Aber wir sind ja heute schon am 7. Tag, denn am 1. Tag wird der Sauerteig ja hergestellt bzw. angesetzt, dann wird er 5-mal gefüttert und dann muss er ja nochmal 24 Stunden ruhen, bevor er dann verwendet und verarbeitet werden kann. Deswegen ist heute dann schon der 7. Tag. Er sieht auch richtig gut aus, er riecht säuerlich, was ich euch ja auch mehrfach in dem Video schon gesagt habe. Er hat richtig schön viele Blasen geschlagen und jetzt habe ich hier eine große Schüssel mit Roggensauerteig, 600 Gramm insgesamt und davon nehme ich mir einen Teil weg, was ich mir in ein sauberes, steriles Glas gebe. Ich nehme mir hier 100 Gramm weg, verschließe dieses und bewahre dieses sogenannte Ansatzgut, was ihr benötigt, um einen neuen Sauerteig herzustellen, bis zum nächsten Mal im Kühlschrank auf. Ich empfehle euch auf jeden Fall, meinen Blogpost zu dem Sauerteig zu lesen. Da steht nämlich auch noch einiges über den Sauerteig. Jetzt habe ich natürlich hier noch 500 Gramm übrig, die ich mir nicht als Ansatzgut in den Kühlschrank lege. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, was ihr jetzt damit machen könnt. Ihr könnt es an Freunde verschenken oder ihr könnt es auch verbacken. Das zeige ich euch übrigens in einem meiner nächsten Videos. Ihr könnt das Ganze aber auch einfrieren oder trocknen. Ich habe mich dazu entschieden, die Hälfte von meinen 500 Gramm zu trocknen. Dazu streiche ich die 250 Gramm dünn auf einen Teller, stelle diesen mehrere Tage auf die Seite, bis das Ganze schön getrocknet ist. Und anschließend wird er zerbröselt und fein gemahlen und in ein verschließbares Glas gegeben. Und hier kann ich ihn super aufbewahren, bis ich ihn das nächste Mal benötige und reaktiviere. Zu diesem getrockneten Sauerteig steht aber auch was in dem Sauerteigrezept auf meinem Blog. Also schaut auf jeden Fall
wenn ihr einen Sauerteig herstellen möchtet, wenn ihr euch dafür interessiert, bei meinem Blogpost vorbei. Ich verlinke euch diesen jetzt hier oben in der Infocard und ihr findet natürlich auch den Link hier unter dem Video in der Infobox. Wie ich ja schon gesagt habe, habe ich nur 250 Gramm getrocknet. Die anderen 250 Gramm verbacke ich direkt zu einem leckeren Mischbrot, was ich euch in meinem nächsten Video zeige. Ich freue mich, dass ihr heute bei mir eingeschaltet habt. Wenn ihr noch ein weiteres Video von mir sehen möchtet, dann schaut doch mal hier oben vorbei und hier unten auf dem Foto von mir könnt ihr mir gerne ein kostenfreies Abo dalassen, dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns ja gleich in einem nächsten Video. Macht's gut, tschüss!